Jetzt habe ich gar nicht das gemacht. Egal. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Metroid Prime 2 Echoes mit mir, dem Terminus, wo wir in der letzten Folge den Boostball zurückerobert haben. Und dann keine Ahnung hatten, wo wir hingehen. Und habe ich jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht. Aber das wird sich schon zeigen. Ich vertraue da auf meine Intelligenz. Was immer die richtige Entscheidung ist. Achso, nee, ich muss nicht mal die Waffen abwechseln. Hey, kleiner Puffer. Das hätte ich auch treffen können. Das hätte ich auch treffen können. Okay, hier sind nur Puffis. Na, ich drück gerade nur Bullshit. Was bist du für einer? Hubrankenkristall, logisch. Finsterling Hubranke mit Waffen aufladen, die auf heller Energie basieren. Die Pflanzen hat der Finsterlinge, die schießt in die Höhe, wenn sie. Ich verstehe nicht, warum man in der im Äther des Lichts dunkle Bubli nutzen muss und hier helle. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, warum das eine effektiv gegen die anderen sind jeweils. Aber ich verstehe nicht, warum hier die Technologie so funktioniert. Ich weiß nicht, wohin. Hab's gefunden. Einmal noch. Da lang muss ich. Das hat aber auch, das geht auch schnell wieder zurück. Muss man ehrlich zugeben. Du bist tot. Du bist tot. Au! Ist ja nicht so, dass hier schon alles so hoch toxinierungsmäßig ist. Ja, es dauert nicht sehr lang. Ich wollte jetzt ein bisschen tanki-tanki machen. Da komme ich nicht hoch, glaube ich. Mir gefällt das nicht. Es sieht so aus, als könnte ich einfach hinspringen, aber wahrscheinlich nicht. Die Dinger sind super eklig. Hinter dem Schlüssel ist so ein dicke Arschwulst. Genau da. Bla bla bla. Nutzen die Ing, um Sachen zu blockieren. Ich kann jetzt hier durch, ich kann runterspringen. Ah. Nein. Irgendwas war da und da hatte ich keine Lust drauf. Okay. Den Gang kenne ich doch. Ja, den Gang kenne ich aus der lichten, aus dem lichten Äther tatsächlich. Interessant. Nein, Raum kann ich mir nicht ansehen. Das sieht nicht gut aus. Tschüss. Nee. M-m. Ach, das bist du wieder du. Nein, ich mag das nicht. Du sollst nicht durch das Licht kommen. Ich kann nicht anvisieren. Ich hab's kaputt gemacht. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen mehr Lightbeam-Shit haben. Tatsächlich will ich sogar noch ein bisschen mehr Lightbeam-Shit haben. Krieg ich aber nicht. Doch, krieg ich. Okay. Da kann wir. Hier kann ich absolut nichts machen. Hier brauche ich die neuen Missiles. Unten scheint es lang zu gehen. Unter mir. Die Pflanze sieht böse aus, muss ich sagen. Ist aber nur kaputt. Okay. Aber vielleicht geht es da unten weiter, aber das ist. Böser Auersumpf. Okay, der Raum ist schon mal gestrichen. Au, au, au. Terminus ist genial. Jetzt nochmal richtig. Ist nämlich doch gar nicht so schwer. Auf, bitte. Danke, komm. Ich habe hier leider nicht unendlich Zeit, meine Freunde. Au, au. Nee, ich mag euch nicht.
Ich weich den Michels aus. Was passiert, wenn ich hier mit Dark Demon habe? Habe ich gerade mein eigenes Ding kaputt gemacht? Ja. Ein bisschen Arsch. Ja, komm. Keine Lust auf dich. Ich kann mir am Arsch lecken. Und hier ist wieder dunkel. Und hier ist wieder, hä? Und hier ist wieder dunkel. Und hier ist wieder, hä? Ich verstehe nicht. Sieht super ekelhaft aus. So. Wow. Hallo, hallo. Ich bin der Terminus und will euch kaum was Böses. Ah, okay, da. Ja, ich habe verstanden. Hier muss ich den Schlüssel hinbringen. Ob ich das will, ist eine andere Sache, aber ich kann. Da ist eine super Miselet-Tür. Gehen wir erstmal da lang, weil ich kaum Miselets habe. Also eindeutig unter meinem Maximum auf jeden Fall. Achso, die Tür war offen. Da war ich gerade ein bisschen perplex. Hallo, was bist du für einer? Achso. Ah, habe ich mich schon wieder verwirren lassen. Ich dachte schon wieder, das könnte so ein Tank sein für meine Munition. Was Bullshit. Was sehr traurig ist. Ich würde gern mehr von dem Baby nutzen. So. Aber wenigstens habe ich jetzt mal die Missiles wieder, oder? Ja, guck mal, habe ich mal die richtige Entscheidung getroffen. Hier ist sonst nichts. Wie wäre es, wenn ich meine Munition auflade? Das gibt doch Sinn. Ja, komm, ich muss springen. Das wollte ich nämlich tatsächlich nicht. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Gut, dann machen wir jetzt Super Missiles und Morphos Ballos. Lecker Schmatzo. Ach komm. Ne. Hui, durch das Arschloch. Und hau, Junge. Zack, zack. Oh ja, das nehme ich gern. Pup. Pup. Was aber auch heißt, hier geht's nicht weiter. Also. Hui, ich falle. Wo lang? Fragt sich der Tumnus. Wo lang? Da muss ich wieder in einen Raum der Möglichkeiten. Kann ich kurz. Ja, hier ist noch eine Missiltür. Und sonst ist hier im Grunde gar nichts. Ich muss also durch die Missiltür. Und wenn es da nicht weitergeht, dann habe ich so ein geringfügiges Problem. Diese ganzen Lightbeam-Türen, die ärgern einen auch. Das ist bestimmt wieder so ein Mongo unter. Ja. Den habe ich auch, soweit ich weiß, nicht gekillt. Also meine Schuld. Auf. Das gibt's nicht. Ja, und jetzt? Durch das Portal bin ich nicht gekommen. Da waren Schlüssel. Also ich muss ins Lichte, Äther. Ich weiß nicht. Ich bin durch dieses Portal gekommen. Jetzt kann ich hier aber den Morph beim Fußball verwenden. Mehr, nee, keine Ahnung. Mehr weiß ich nicht. Wo war jetzt? Da. Erstmal speichern, weil ich so viel gemacht habe in der Folge. Muss man ja zugeben. Ich habe einen Energy Tank gefunden. Ja gut, ich habe sogar ein bisschen. Bisschen, was habe ich hier gemacht? Was jetzt? Es könnte halt auch echt sein, dass ich jetzt in den lichten Äther muss. Da irgendwo hingehe. Zu einem ganz anderen Portal. Wo wollte ich lang? Nö. Ja. Also gehe ich jetzt durch die normale Tür geradeaus. Hier ist ein Schlüssel. Stimmt. Aber. Ah, nee, lass mal kurz. Ah, komm ich so nicht hin? Wo soll ich denn da hin? Ich bin gerade nicht in Stimmung.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich da nicht mehr hochkomme. Weil... Ich habe verstanden, wie ich den Schlüssel bekomme, glaube ich. Was ich verarschen? Oh, man braucht natürlich den Lightning dafür. Nee, nicht jetzt! Cheaten! Oh, es ist halt... Ich verstehe nicht, wie die manchmal sterben. Einfach... Eigentlich... Oh nein, jetzt bin ich tot. Nö, keine Chance. So komme ich nur wieder zurück. Hoppala. Das ist ein anderes Arschloch. Gucken wir uns das mal an. Kann ich hier irgendwie aufmachen? Nochmal ganz kurz. Massive anscheinend als nutzen die Ingen diese Wesen. Ja, aber kann ich die aufmachen? Mutierter Ingwürmer. Und wurden gezüchtet, um massive Körpermasse zu entwickeln. Kann ich ja wegspringen? Nein. Also ist der Schlüssel jetzt erstmal einfach. Oh! Ich krieg den Crapple Beam, bevor ich den Schlüssel bekomme. Das könnte ja nice. Fuck. Einmal so und den Light Beam, weil den strapaziere ich nicht zu sehr. Hüpfi, hüpfi, peng, peng, peng. Dann gehen wir jetzt in die Halfpipe. Und hoffen, wir bekommen den Gravel Beam. Wobei, eigentlich muss ich sogar auf mehr hoffen. Weil der Gravel Beam allein reicht ja nicht, um dann auch noch den anderen Schlüssel zu bekommen. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Piu, 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 ich bin ein Bombi. Komm schon. Ja, schwimmen wir halt ein bisschen. Macht ja nichts. Manchmal ein bisschen scheiße, sag ich. So. Jetzt Cookie Cookie an meinen Schmundi. Was ist denn Geräusch? Powerbomben habe ich nicht. Was heißt? Nee. Links lang muss ich. Durch die geöffnete Tür. Absolut korrekt. Oder gibt es hier unten irgendwas, was von Interesse sein könnte? Ehrlich gesagt nicht. Nur die Powerbomben-Tür und wie gesagt, da ist nicht viel mit durchkommen. Kann ich hier mal nochmal ganz kurz heilen und speichern? Ja, das ist ja. Ja, speichern bitte. Ja, ja. Überspringen wir das auch mal so gut wir können. Ja. Und ich möchte meine Pokémon nicht nochmal heilen. Ich kann es aber erst ab einem gewissen Punkt überspringen. Weil das fast sinnlos ist, überhaupt zu warten. Schmerz. Komm auf. Wahrscheinlich ist der Gegner jetzt wieder hier. Hier ist halt keine Tür oder so. Ich muss jetzt die Halfpipe nutzen und hoffen, dass das Sinn ergibt, weil wenn das gibt von vornherein keinen Sinn, weil hier Wurzeln sind. Na, ich will nicht spielen. Dann heißt es für mich ab in den lichten Äther und scheiße war's. Ich weiß nicht wohin. Hier runter? Ne, also hier scheint es nichts zu geben für mich. Cool. Brauche ich auch nicht. Also ich habe das ja nicht nötig. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber jedes Metroid Prime, vor allem wenn man es blind spielt, braucht nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin Folge. Mindestens. Das ist wichtig. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe jetzt den und er bringt nichts. Weiß nicht wohin. Ja, da war ich schon, da war nichts. Ich hab keine Ahnung. Alkovenruine. Logisch. Da ist so ein Räumchen drunter. Aber da bringt mir halt alles nichts. Das Übersetzungsmodul, was ich nicht aufbekomme.
Braucht ich den Boostball da unten? Ich glaube nämlich nicht. Ja, das ist der einzige Anhaltspunkt. Nochmal da runter gehen. Und hoffen, dass da... Beziehungsweise, ich kann jetzt nur hoffen, dass ich so einer Boostballmaschine über den Weg laufe. Ich will verarschen. Lightbeam, irgendwer? Habe ich nicht nötig, oder? Habe ich nicht nötig. Ja, schau mal! Warte, hier kann ich jetzt hoch. Aber hier bin ich schon hoch und dann bin ich hier lang. Und habe dann das Ding aufgemacht. Ja, bringt mir nichts, da war ich schon. Bäb. Bin ich mir sicher, dass ich das hier kenne? Ah ne, hier waren jetzt Mongos. Oh, hi, Pflänzchen. Waren hier nicht Jäger, solche kleinen... Ui! Natürlich wusste ich, dass er da ist und hab den nicht übersehen. Ich habe nur gerade gedacht, haha, da kann man runterrollen, ist ja lustig. Aber da liegt tatsächlich was. Augen offen halten, Leute. Muss man eben eigentlich nicht aufladen. Normal. So, durch die Tür kommt ich nicht. Wo ist der Weg nach unten? Hinter es mich. Da lang. Wir durch das gute alte Arschloch. Schmierig. Aber ich habe das Gefühl, hier komme ich auch nicht weiter. Irgendwoher brauche ich den Crapplebeam. Dann kriege ich den einen Schlüssel im dunklen Äther. Aber... Es fehlt mir dann immer noch einer. Und den habe ich ja noch nicht einmal gesehen. Und das ärgert mich. Also hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hier kann ich nur speichern. Das ist uninteressant. Zu den Türen komme ich nicht, indem ich mich einfach fallen lasse. Weil hier ist dieses... Zu der Tür komme ich, die habe ich aber aufgemacht. Ja, da komme ich nicht hin, fertig. Ist cool. Aha. Also wie immer kein Anhaltspunkt, wo ich hin muss. Ja gut, aber wenigstens weiß ich genau, wo ich bin, im Sinne von, ich habe jetzt gerade den Boostball bekommen. Ja, zur Not schaue ich echt eine Komplettlösung, weil hier jetzt 50.000 Mal durch Äther und dunklen Äther rennen, habe ich auch keinen Bock drauf. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist ein anderes Portal suchen. Das hatte ich schon. Da weiß ich aber nicht, wie ich hinkomme. Weil wenn man sich den Raum anguckt, da ist dieser komische Gang. Ich will dir jetzt drauf zeigen, aber das kann ich nicht. Und da kannst du mit dem Morphball durch, aber zu dem Portal kommst du einfach nicht. Wenn ich in die dunkle Welt guck. In der dunklen Welt ist deine Verbindung. Leck mich am Arsch, das ist der einzige Punkt. Wie komme ich da jetzt hin? Gut, ich mache jetzt einen kleinen Zeitraffer. Ich speichere jetzt da oben. Und zeitraffere mich da mal zu dem Raum und gucke, ob ich da rein kann. Wenn nicht, ist einfach die Folge vorbei. Cool. Also bis gleich. 3, 2, 1. Habt ihr gerade den Leck gesehen? We'll be right back.
So, da sind wir. Und sehen, hier geht's lang. Was ich natürlich voll hart bemerkt habe. Einmal runter bitte, danke. Und alles, was es hier gibt, ist ein Portal. Und ich weiß, wo es mich rausbringt. Ich weiß noch nicht, ob es in dem Raum was gibt. Wenn nicht, dann bin ich jetzt aber sauer. Jetzt schon? Bin ich trotzdem ein bisschen sauer. Was gibt's Schönes? Mir wird warm. Nach der Folge nehme ich erstmal nichts mehr auf. Ah. Das war's. Hey, du warst das. Alles klar. Dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Auf zur Komplettlösung hinfort. Dann wär's raus und tschüss. Funktioniert meine Maus nicht mehr? Cool. Da sagt er mir gerade noch was. Waffen gewartet. Wie will ich? Ich muss jetzt wieder komplett zurück. Ja, wissen wir jetzt wenigstens wohin.